Unser nächstes Ziel ist jetzt hier die Insel Melka und der Tempel des Meereskönigs, nachdem wir hier im letzten Part unseren ersten Dungeon und somit unsere erste Fee befreit haben, und zwar Liev, die Fee, beziehungsweise den Geist der Kraft. Ob uns der jetzt hier Kraft gibt im nächsten Tempel im Meereskönig und wir den wahrscheinlich vielleicht etwas mehr erkunden können, schauen wir jetzt. Aber als erstes müssen wir mal dahin schippern. Mal gucken, was Leinbeck jetzt einmal zu sagen hat. Was dauert denn da so lange? Ich wollte dich schon hier lassen, Link. Was ist los, Leinbeck? Warum bist du denn so aus dem Häuschen? Ich habe den Verdacht, dass wir ein Riesenschatz auf der Spur sind. Glaubst du nicht, dass das Licht, das wir suchen, in Wahrheit ein glänzender Schatz ist? Glaube ich nicht, nein. Na jedenfalls, lass uns zurück nach Melka fahren. Ja, hier habe ich erstmal nichts weiter zu tun. Hast du auch nichts vergessen? Okay, dann lass uns ablegen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier noch zu suchen hätte. Vielleicht irgendwelche Sammelgegenstände, die werde ich mir später immer noch einsammeln. So, Melka war. Hier, was haben wir hier überhaupt? Kanoneninsel. Da kommen wir ja nur noch später hin. Wahrscheinlich. Insel Melka. Genau, und weg sind wir. Hoffentlich kacken uns die Möwen hier nicht mal auf den Schädel oder so. So viel wie hier rumfliegt. Ich glaube, später kommen, wie gesagt, kommen ja auch Gegner. Was haben wir da? Das irgendwie, ist das ein Händler? Halt! Ich will den nicht ran. An Bord dieses Schiffs gehen, Link. Da können wir ja mal gucken, was der hier Schönes für uns hat. Ein blauer Tropfen da. Wird der Gast in Terrys Laden, findest du einfach alles. Wonach suchst du? Berühr einfach den Artikel, den du haben möchtest. Mal den hier Schönes. Schwarze Perlen, 200. So reich bin ich noch nicht. Tolles Ding, ne? Nee. Was ist das denn? Schiffsteil, Säulengeländer. Macht mich arm. Das ist noch nicht. Habe ich leider nicht auf Lara, aber sie sind bestellt, ungelogen. Ja, den brauche ich leider nicht. Das ist mir alles noch zu einer Wucherpreise. Das kannst du noch selber behalten. Musst aber schon mal irgendwie weg. Bye bye. Also, da denkt auch, ich bin steinreich. Also hoffentlich gibt es irgendwie mal später einen Ort, wo du ein bisschen Rubine formen kannst, weil sonst habe ich hier echt ein Problem, alles zu sammeln. Wenn ich die Preise hier sehe, holla die Waldfee. Also ich habe mir mal so ein bisschen geguckt, was du denn 100% so zählt. Auf jeden Fall irgendwie alle Schiffsteile, diese ganzen Seentropfen da vor allem alle. Also da habe ich einiges an Rubine zu farmen, um mir das alles leisten zu können. Aber naja, das ist alles Zukunftdenken. Darum können wir uns ja immer noch später kümmern. So, jetzt müssen wir wohl zum Tempel des Meereskönigs nochmal gehen. Oh, jetzt hat er das hier offen. Möchte mal reingucken? Da hat eine Kiste. Du hast das Schiffsteil Dorngeländer halten. Wenn du in die Werft gehst, kannst du die Teile auswechseln. Sieh auf den Sammelbildschirm. Cool. Komm herein, du bist der Schiffswart angelangt. Willst du das Schiff ändern? Ich mach das gerne für dich. Ja, wenn wir ein neues Teil haben. Geländer, also das hier. Lichtes Geländer? Haben wir nicht gerade eins gekriegt? Ach hier. Boah. Gefertigt aus monströsen Hörnern. Sei jetzt nicht, ich muss hier auch alle Schiffsteile sammeln hier. Boah. Den habe ich aber hier wirklich zu tun. So, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach zum Tempel gehen. Dass Leinbeck wieder da bleibt, das war natürlich klar. Aber naja. Der lässt uns sowieso alles machen.
Haben wir jetzt vielleicht irgendeine neue Möglichkeit, mit dem Boomerang an irgendwas ranzukommen? Da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. Ja, mehr als zum Tempel gehen können wir jetzt einfach nicht machen. Ich denke mal, da wird alles selbsterklärend sein, was wir machen müssen. So, was nun? Hey, warte, warte! Ja, ist es? Leinbeck was? Wenn du dich von Anfang an zu sehr belastest, wirst du nicht lange durchhalten. Ich verstehe, dass du dich beeilen willst, aber verschwende nicht deine Energie. Vergiss bloß nicht, dass dieser verfluchte Tempel dir nichts will, doch. Ich weiß, dass wir nach Hinweisen auf die Lichtgeister suchen müssen, aber wir brauchen eine gute Strategie. Sonst endest du noch wie die hier. Hey, du weißt ja, ich meine, wenn du sagst, dass du alleine gehen willst, dann werde ich dich nicht aufhalten. Was, willst du wieder Link alleine loslassen? Du weißt doch, dass es gefährlich ist, also leg dir doch auch mal was. Link, es stimmt, dieser Tempel ist furchtbar gefährlich. Wenn du so hineingehst, wirst du es wohl nicht weit schaffen. Das stimmt nicht, das stimmt. Wer ist das? Das stimmt nicht so ganz. Was? Ah, Sivan. Großvater! Ich bin beeindruckt, dass du den Lichtgeist der Kraft befreit hast. Du bist sehr stark, du solltest sogar mit dem Geisterschiff fertig werden. Link. Ah, jetzt ist aber das eine Funktion. Geh hoch zum Altar. Ah, jetzt können wir diese Sanduhr wahrscheinlich aktivieren. Ja, und jetzt? Das ist das Phantom Hourglass. Wahrscheinlich, oder? Ja, was jetzt? Ah, jetzt füllt es sich mit Sand. Nun, Link, halte die Sanduhr hoch. Du hast die Phantom-Sanduhr erhalten, genau, sag ich doch. Das ist sie. Sie ist eine mysteriöse Sanduhr gefüllt mit goldenem Sand. Da hast du, glaube ich, nur bestimmte Zeit, den zu erkunden, bis die Sanduhr abläuft. Ja, Link, du hast nur die legendäre Phantom-Sanduhr. Solange du diese mit dir trägst, kann dir der Tempel nicht das Leben aussaugen. Hurra! Damit können wir nach Hinweisen auf die Lichtgeister suchen. Jedoch... Du bist nur sicher, solange noch Sand in der Uhr ist. Wenn der ganze Sand heruntergerieselt ist, wird dein Leben wieder ausgesaugt. Es ist eine Sanduhr, kann man sie nicht einfach wieder umdrehen? Nein, wenn er einmal heruntergerieselt ist, verliert der Sand seine Kraft. Er braucht das Licht der Sonne, um seine mystische Kraft wiederherzustellen. Ah, ich verstehe. Also müssen wir nach draußen gehen, damit er wieder wirkt. Der Sand in der Phantomsanduhr nennt sich Lebenssand. Das Biest, das du im Tempel des Feuers besiegt hast, hatte ein paar Körner davon. Es heißt, es sei eine Kristallisation der Energie des großen Geistes, dem Meereskönig. Es ist ein mysteriöser Sand, der seinen Besitzer verschiedene Kräfte verleiht. Von nun an musst du Monster besiegen und ihren Lebenssand sammeln. Denn je mehr Sand du hast, desto länger hält seine Wirkung vor. Die Seekörter, die wir in den Tempel gefunden haben, zeigte uns, wo der gefangene Lichtgeist zu finden war. Dann sollten wir die Aufenthaltsorte der anderen beiden Lichtgäste auch. Sicherlich gibt es noch einen Hinweis in diesem Tempel. Daran besteht kein Zweifel. Ich werde dich nicht mehr aufhalten, Link. Geh mit der Phantomsanduhr in deiner Hand. Da fällt mir ein, Astrid sagte, das heilige Licht wird immer schwächer. Wir müssen uns beeilen, Link. Wieso weißt du so gut Bescheid, alter Mann? Ich kann euch noch nicht alles offenbaren, aber die Zeit wird kommen. Jetzt müsst ihr erstmal das Geisterschiff finden. Ja, richtig. Ein Berg an Schätzen erwartet uns, bereit in meine Taschen zu hüpfen. Mach dich ein Zwerg, Link. Wirf den Motor an und erforsche diesen Tempel, Kleiner. Nee, das war doch klar, dass ich wohl alleine los muss. So, wie funktioniert die Uhr jetzt? Schauen wir erstmal. 10 Minuten habe ich Zeit.
keine mal aus? Ich will euch vorher mal speichern. Bevor ich hier reingehe. So, ab geht. Also kann ich jetzt auch, während die Sanduhr rieselt, auch in dem Bereich gehen, wo ich normalerweise ausgesorgt werde. Ah ja. Lief. Link, schau oben auf der oberen Linke des. Schau auf die oberlinke des Bildschirms, oberen Bildschirms. Solange wird dich die Phantom-Sanduhr vor dem Flug beschützen. Finde den nächsten Hinweis auf das Geisterschiff und hau von ihr ab, bevor die Zeit abläuft. Ja, genau so. Ohne den Sand wird dir wieder das Leben ausgesaugt. Gib gut Acht auf deine verbleibende Zeit. Das ist die Tür der Kraft. Nutze meine Stärke, um sie zu öffnen. Berühre die Tür und geh noch tiefer in den Tempel. Ah, okay. Das kann mir erstmal nichts passieren. Sobald ich mal einen neuen Lichtgeist habe, komme ich ja weiter. So, was haben wir hier denn? Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. K1. Ah, ihr Gegner. Irgendwelche Ritter. Hey Link, da sind Feinde, du weißt, was zu tun ist. Warte Link, das Böse in diesem Tempel, das angegriffen hat, erschuf dieses Monster. Das Phantom ist ein sehr gefährlicher Gegner. Seine Rüstung widersteht Angriffen und er schlägt hart zu. Bedeutet das, man kann sie nicht besiegen? Gibt es einen anderen Weg, sie in die Flucht zu schlagen? Nun ja, alles, was du tun kannst, ist dich so zu bewegen, dass die Phantome dich nicht entdecken. Du kannst ihre Bewegung beobachten, indem du auf deine Karte schaust. Hier sind die Phantome. Ja, die Keke zeigen ihre Blickrichtung. Also müssen wir die Diebe hier herumschleichen? Was, wenn wir gesehen werden? Wenn sie dich sehen, flüchte schnell in eine Schutzzone. Mit Schutzzone? Meinst du damit diese Orte, in denen das Leben nicht ausgesaugt wird? Oh ja, die Sanduhr hat angehalten, als du auf einen dieser Böden gestanden bist. Also... Genau, diese Lederfelder auf dem Boden sind Schutzzonen. Der Fluch dieses Tempels macht dich zu einem gefährlichen, lebenaussaugenden Ort, aber nicht vollständig. Die hier und da verbleibenden Schutzzonen haben auch jetzt die Kraft, das Böse abzuwehren. Okay, wenn dich also ein Phantom sieht, dann rennst du zu einer Schutzzone. Das ist einfach, oder Link? Wow. Los geht's, Link. Lass dich bloß nicht von einem Phantom erwischen. Warte, ich muss hier kann ich auf dem Bein, hier geht oben nicht runter. Ich kann ja mit dem Bummer mich schon mal umschauen. Ich kann mich ja. Hier komme ich ja also nicht lang. Was ist das hier? Kann ich das Auge irgendwie treffen? Da kommt der hier lang. Nee. Der läuft hier immer im Kreis wahrscheinlich, oder? Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Links jetzt schon mal nicht, am besten haben wir den nachher. Ja, denken wir doch, läuft das während ich rede auch ab? Ne, gut. Die brennenden Fackeln sollten den Weg öffnen. Aber wie soll ich zwei davon entzünden? Okay. Kann ich schnell nach oben gucken? So, nur mit Zeit, ach du Scheiße. Ah, ich habe jetzt zwar blind gezielt, wusste jetzt noch nicht, wo die andere war. Oh, jetzt wundert er sich, der in uns Office. Das kann ich also darüber. Ich gehe erstmal nach links und dann können wir uns einmal beratschlagen. Dann gehe ich da hoch. Der läuft ganz hoch jetzt drüber. Ja, dann kann ich hier links. Okay. So. Das ist wie so ein. Wie so ein Podest, aber oben ist ein Schlüssel. Komme ich da irgendwie. Na, am besten, sobald er runterläuft, renne ich hier hoch. Allerdings muss ich da beeilen, weil das kein. Okay, was muss ich machen? Zerbrich einen roten Krug und dann steht eine Pfütze. Dort kannst du dich vor dem Phantom verstecken.
Was ist denn hier so? Und hier. Da läuft die Zeit ohne, gell? Da ist ein Schalter, dann geht das hier auf. Ich warte jetzt, sobald der wieder umgekehrt ist, dann mache ich den Schalter und gehe zum Schlüssel. Und dann können wir hier rechts das aufschließen. So. Ja, erstmal weit weg, weil ich weiß ja nicht, ob der das hört, wenn ich den Schalter. Das hört er wahrscheinlich, oder? Gut, war weiter weg. Ich will schnell Schlüssel holen. Und dann kann ich da rechts. So, jetzt warte ich wohl, ob es da hochläuft. Ich weiß nicht, was das da von ich will mal, was das für ein Balken da ist, was der zu bedeuten hat. Ich kann da ja mal hin. Ich denke mal später, also nehme ich an, mit Pfeilen kann man die vielleicht später besiegen. Da kann man drauf oder kann man sonst nicht weiter machen. So, warten wir. Das schaffe ich nicht. Muss ich warten, bis der wohl hochläuft. Na komm. Hoch ein bisschen schneller. Ich muss jetzt da hoch. Sonst kommt der andere Roller hin und her. Du jetzt. Schnell, 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 schnell. Hoch, hoch, hoch. Kurz warten. Und drin hier. So. Nächste Ebene. Oh, da ist ein Schalter. Der bleibt doch da stehen. Wie mache ich das denn jetzt? Also mal gucken, wie der guckt. Er guckt immer im Kreis, so. Kriege ich den denn jetzt da weg? Einfach schnell weg, komm, 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 komm. Hat dich gesehen? Ja, Schutzzone, ja. So, mit Zeit. Da brauche ich Schlüssel. Ich muss mich erstmal ein Dings bauen. Ein Schutzkreis, so. Was muss ich hier? Macht da eigentlich der. Wo muss ich da jetzt hin? Muss ich mal gucken hier. Ja. Ich muss durch die Flammen. Ach nee, den Flammen weg, okay. So, jetzt. Hier irgendwo ein Schlüssel hier. Muss aber noch. Ich hätte die Pfade der Phantome besser beobachten sollen. Sie patrouillieren dieselben Bereich immer und immer wieder. So. Muss ich gucken. Ich muss immer kurz zurück. Muss den mal kurz beobachten. Ah, ich kann den hier einspüren, oder? Der jetzt darin läuft? Oder läuft der? Ne, der läuft nicht darin. Ich dachte, ich kann den da einsperren.
Du hast ja vorhin nicht da lang gelaufen. Ich muss auf jeden Fall hier hin. Ich muss ja irgendwie da reinkommen. Halt, nein, 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 jetzt muss ich durch. Was mache ich? Schnell. Ja, und jetzt ist... Da ist doch irgendwas. Hä? Was ist denn da jetzt? Da ist doch hier auch nichts. Bomben und so habe ich doch noch nicht. Und mir fehlt doch jetzt noch irgendwas, was ich machen kann. Ich habe hier nur auch nicht ewig Zeit. Macht denn der eine Schalter hier überhaupt? Irgendwas habe ich vergessen. Da muss ja irgendwas... Muss hier oben noch irgendwas... Da ist ja noch ein Schalter. Ach, da sind zwei hier. Jut, 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 jut. Und der Jet fährt die Richtung. Der Jet fährt die Richtung. Hat er jetzt nicht gehört, jut. Schnell, 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 schnell. Dann ist hier drauf und snacken wir uns den Schlüssel da. So, jetzt bin ich... Ah! Jetzt hab ich den Schalter da nicht gesehen. So. Open, bis der vorbei ist. Und dann kommen wir da, wo der Schlüssel ist, drin. Ich meine, ich habe die Hälfte der Zeit, habe ich ja noch. So. So. Ich hoffe, das geht jetzt nicht allzu weit und nicht, dass mir da Zeit aussieht. Das wäre jetzt nicht so geil. Keller 2, Keller 3 gehen wir jetzt. Was? Der Hinweis auf das Geisterschiff liegt in diesem Stockwerk. Nur noch ein kleines Stück. Ah, okay, ist der letzte, wo ich jetzt hin kann. Lass mal beobachten. Beobachten, wo der lang geht, der Ende. Der läuft wahrscheinlich jetzt bei mir lang. Ja. Der läuft hier wahrscheinlich einmal im Kreis. Dann können wir jetzt mal nach der Erden Schlüssel. Wie mache ich das denn? Das ist eine Kiste.
Was? Du hast ein Forstkristall entdeckt. Trage ihn heimlich fort. Du hast ein Dreieck. Halt ein Forstkristall erhalten. Ich frage mich, wozu das, was du damit tun solltest. Das ist ein Forstkristall. Er ist eine Kraft, die in dem Meereskönig von böser Hand gestohlen wurde. Du wirst die Kraft der Forstkristalle benötigen, um eine Tür zu öffnen und tiefer in den Tempel einzudringen. Also was sollst du jetzt mit dem Forstkristall anstellen? Ich sehe jetzt hier... Ah. Man muss ihn platzieren. Boah. Okay. Sei vorsichtig, du bewegst dich sehr viel langsamer, wenn du ein Forstkristall trägst. Sollte ein Phantom dich sehen und du denkst, du entkommst nicht mehr, sei kein Held, lass den Kristall fallen und renn zur Schutzzone. Einfach, oder Link, pass auf die Phantome auf und schlepp die Forstkristalle herum. Genau, ist übelst easy. Ich muss mir mal hier einen Schutzdings bauen. Müsste ich ja eigentlich schaffen jetzt. Nummer 1. So, was steht hier eigentlich? Bring die Forstkristalle auf die heiligen Plattformen da. So. So, rechts kann ich die. Wie kann ich denn den Schlüssel? Ich habe zwar eine Idee, warte mal. Den irgendwie so. Dann fallen lassen. Zweiter Forstkristall. Scheiße, nee, schaffe ich nicht. Ist hier rum. Zeit, sieht du das hoffentlich? Der Schlüssel ist da unten. So. Und zur letzte. Oh, das und das. Ich muss mal nach rechts, weil da war ein Schalter. Ach, der hat die Stacheln ausgemacht. Oder was ist das hier? Bombe. So, der letzte ist hier unten. Ich brauche mal ein Herz hier. Geh vorbei. Okay. Dürfte der letzte drin sein. Ja. Nee, ja, warte ich doch. Das schaffe ich jetzt nicht. Aber die bisher nur in die Laufen ist und den müssen wir es haben. Vor der Zeit, da schaffen wir es auch locker. Schon langsam losgehen. Da haben wir's. So. Es gibt uns jetzt einen Hinweis auf den nächsten Ort. Jetzt kommen wir auch raus. Noch eine Ebene. Aber ohne. Diese Tür geht einfach nicht auf. Das Muster ist anders als die letzten Tür. Vielleicht brauchen wir die Hilfe eines anderen Lichtgeistes. Ja. Das ist schon klar. Huch, nanu, in diesem Raum ist kein Nebel. Schau.
Und die Sandtour hat auch eingehalten und dir wird kein Leben ausgesorgt. Dieser Ort ist noch nicht verflucht. Hier können wir uns endlich ausruhen. Das ist gut. So, jo. Was sind das? Ist das so eigentlich der Gold hier? Ah, das füllt einen Sand auf. Hier haben wir eine große Kiste. Wenn du zurück zum Eingang des Tempels willst, bringe das blaue Licht. Welches blaue Licht? Also neue Seekarte wahrscheinlich. Du hast die nordwestliche Seekarte erhalten. 4 Stück gibt's. Muss ich da wohl auch irgendwas freikatzen? Damit kannst du in neue Orte segeln. Wir haben eine weitere Seekarte, aber sie sieht anders aus als die letzte. Vielleicht können wir damit neue Bereiche des Meeres erforschen. Lass sie uns Lambic zeigen. Ach, das ist blaulich. Auch kann ich mal nach unten gehen? Da brauche ich nämlich noch nicht. Nicht hier? Das würde ich vorher noch erkunden hier. Ach, da komme ich hier oder ne? Gut. Das wollen wir nicht. Wir wollen zurück zum Eingang gehen. Na, da muss ich mir schon wieder ein Geheimnis aufdecken. Ich hoffe, das läuft jetzt besser wie bei der ersten Karte. So, Lein, wo seid ihr denn? Ne, draußen oder sind wir hier oben? Ne, wir sind schon draußen. Okay, das ist wohl auch. Na ja, klar, der hat wohl unser Schiff zurückgemacht. Kleiner Feigling, der. Warte mal, ich will mal gucken, hat die eine irgendwelche neuen Produkte für mich? Ein verbessertes Schild oder so, wer weiß. Kann er mal gucken? Nee, aber irgend sowas. Eine Schuppe oder so. Sora-Schuppe, ein seltener Schatz. Es ist mir ehrlich gesagt. Aber weiß auch nicht, ob ich Bomben schon kaufen kann, ohne eine Bombentasche. Ich kann es mir nicht vorstellen. So. Ja. Hey, was denn jetzt? Hat dein Schiff eine Kanone? Nein. Sie machen das Leben leichter oder zumindest lauter. Hm, mehr weiß ich auch nicht. Aber ich habe gehört, dass ein Kerl namens Ed sie auf einer Insel im Süden verkauft. Ja, das mache ich doch. Kanone kostet später auch noch. Hey, ihr habt es tatsächlich zurückgeschafft. Habt ihr die Seekarte? Du hast vielleicht ein Glück, dass wir die ganze Arbeit für dich machen. Wir haben eine neue Seekarte gefunden. Hey, zeig das her. Das ist die nordwestliche Seekarte. Wir sollten jetzt dorthin fahren können. Aber wir wissen immer noch nicht, wo der Lichtgeist steckt. Die ist ja auch so staubig, man kann ja gar nicht erkennen. Kümmere dich drum, Link, mach sie sauber. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt pusten, wa? Ja, no. Ah, da haben wir es doch. Oh hey, da ist noch ein Wappen aufgetaucht. Haha, wusste ich doch, unter dem Staub war was versteckt. Mein sechster Sinn hat mich nicht betrogen. Darauf fallen wir nicht rein, Leinbeck. Du wusstest nicht, dass es da war. Nun, hier muss ein Lichtgeist sein. Lass uns sogleich zu dieser Insel gehen. Wenn wir in See stechen, erkläre ich dir den Weg zum nordwestlichen Meer. Auf geht's. Na klar. Dann komm an Bord. Das offene Meer ruft uns. So. Aber euch wird's sagen. Zur nordwestlichen See stechen wir denn im nächsten Part oder wie haben wir denn? Ach komm, hinsegeln können wir ja noch. So können wir noch machen. Ne? Ist ja jetzt nicht so weit. Also hoffentlich. Ich erkläre dir alles, was ich über die Seekarte weiß. Also hör gut zu. Die Seekarte des nordwestlichen Meeres deckt die ganze Gegend nördlich von hier ab. Also zeichne einen Kurs zur oberen Rand unserer Karte. Wir kommen dann in der nordwestlichen See heraus. Hä, ich freue mich schon. Du, freust du dich auch? Oh ne, man weiß nicht, was passiert. Ich glaube, wir haben jetzt relativ lang. Ich glaube schon über eine halbe Stunde. Mal würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter.
bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Wo wir dann zu einem neuen Seekartenteil segeln. Gut, oh, was ist das ja eigentlich hier links? Für ein komisches Schiff. Das sieht mir so aus wie ein Geisterschiff aus hier links. Aber naja, lassen wir das mal aus Acht. Gucken wir uns das im nächsten Pod an. Dann sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal. Ciao.